So, hallo, ich begrüße euch zum neuen Test im Weltquiz Geografie. Letztes Mal haben wir geübt, alle 5 Kontinente. Das ist jetzt 2 Tage her. Ja, müssten 2 Tage sein. Ich bin gespannt. Ich bin eigentlich guter Dinge. Ich würde sagen, ein bisschen was werde ich raten müssen. Und wahrscheinlich werden mich einige Länder verwirren, weil ich, wenn ich den Namen lese, sie in andere Kontinente setze, wo sie nicht hingehören. Ich will eigentlich nicht skippen. Ich hoffe. Ich hoffe, dass wenn ich nicht zu viele verschiedene Namen lese, die mich durcheinander bringen, dass ich recht weit komme, ohne zu skippen. Meine Zielsetzung wären mit dem Hintergedanken, dass ich bei den ganzen Inselgruppen wahrscheinlich anfangen werde zu raten und vielleicht ein paar Länder in Afrika anfange zu raten, wäre meine Zielsetzung 30 bis 40 Fehler. Aber ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Wir werden sehen. Ich muss jetzt genau wie Trimax betonen. Brasilien. Okay. Es ist halt wie in... Es ist wie bei einer echten Schulaufgabe so. Es ist jetzt einfach... Man weiß jetzt im Moment des Tests einfach nicht mehr so viel davor, weil Aufregung dabei ist. Weil einfach Aufregung dabei ist. Ich meine, Nauru war die kleine Insel. So, Barbados. War das hier außen? Ja. Nepal. Seht ihr, da geht's dann schon los. Ich will es jetzt auf jeden... Nein. Das ist auf jeden Fall hier. Da geht's nicht schon los. Nein. Ich lasse mich hier nicht aus der Ruhe bringen. Wir werden hier mit voller Konzentration... Werden wir hier Stück für Stück alles ganz langsam und mit Ruhe hinbekommen. Ich habe mir einiges gemerkt, ich habe einige neue Eselsbrücken. Ich werde hier nicht versagen. So, jetzt wird die Musik auch wieder fröhlicher. Oh boy, so, Slowakei war hier. Du geht es nicht auf Zeit. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, by the way. Die kommt mir ein bisschen lauter vor als sonst. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen runter. Sorry, wenn es euch jetzt zu leise geworden ist. Ist das erste komische Ding. War das eins von denen? Ich habe hier noch meinen schlauen Zettel. Die Länder, die ich beim letzten Mal falsch hatte. Nein, ich weiß. Ich weiß es. Das ist immer das Gleiche, dass ich bei Djibouti überlege. Und dann komme ich drauf, wie jetzt auch, dass das dieses kleine Ding hier ist zwischen Somalia und Eritrea. Ganz genau so ist es. Bam! Die Republik ist kleiner gewesen, die Demokratische Republik ist das Große gewesen. Italien. Schweden. Stopp. Norwegen, Schweden, Finnland, Schweden. Elfenbeinküste.
Nee, das ist, das hier ist, das hier ist, ist, Niger. Libyen. Libyen war neben Ägypten. Malta ist hier. Kambodscha ist das hier. Ach, na klar, Neuseeland. War ich ganz kurz gedanklich woanders unterwegs. Portugal. So, jetzt geht's wieder los. Hier war Thailand, dann ist hier Vietnam. Kasachstan war das ganz Große. Litauen. Jetzt vorsichtig, ich muss ein bisschen ranzoomen, dass ich mich nicht daneben klicke. Finnland. Estland. Litauen war ganz unten. Syrien ist unter Ägypten. Ach. Unter Griechenland. Ach. Unter Türkei. Suriname. Das war das, wo ich im letzten Video gesagt habe, ich würde spontan nach Afrika setzen. Da ist es aber nicht. Es ist nämlich hier. Ägypten. Ja, klar. Malaysia. Dieser halb, also ist es, eigentlich ist das voll interessant, ne? So, hier ist ein Stück Malaysia und dann so kommt hier dieses andere Festland, aber davon ist auch wieder ein ganz großes Stück Malaysia. Wovon dann dieses Stück hier, dieses Burai-Dings ist. Oder, nee, nicht Bahrain. Bahrain ist bei Katar. Brunei ist das. Brunei ist das. So, jetzt erstmal Kosovo. Ich darf hier nicht zu viel quatschen. Wenn ich anfange zu quatschen, ist nichts gut. Aserbaidschan war das Ding neben Armenien. Tschad war auch eins, was ich öfter mal falsch hatte. Ist neben Sudan. Schweiz. Ja, klar. Selbst bei den Leichten ist mein Kopf so, oh Gott, mach's nicht falsch, oh Gott, mach's nicht falsch, oh Gott, mach's nicht falsch. Ich mach's nicht falsch. Alles gut. Alles chillig. Und ein bisschen ranzoomen, dass ich mich nicht verklicke und versehentlich Österreich anklicke, weil das wäre, das möchte ich, möchte nicht solche Fehler haben. Solche Fehler möchte ich auf keinen Fall haben. Dann denke ich lieber ein kleines Stückchen lieber drüben. Kleines Stückchen nach, bevor ich voll daneben klicke. Kamerun. Hatte ich letztes Mal nicht. Obwohl ich das mir so schön gemerkt hatte. Einfach weg war's. Bangladesch. Das ist da bei Indien. Norwegen. Dann haben wir hier die Ecke. Nee, haben wir noch nicht die Ecke. Andorra ist dieser ganz winzige Punkt zwischen Afrika und... Ach, Frankreich und Griechen. Ach, Mensch. Und Spanien. Herrschaftszeit. So, ich weiß... So. Ganz ruhig bleiben. Bin irgendwie... Ich weiß nicht. Ich bin aufgeregt. Wie bei einer Klausur. Ich bin einfach wie bei einer Klausur aufgeregt. Es ist unfassbar. Uganda. So, jetzt aufpassen. Das hier war dieses Ruanda, glaube ich. Das hier war Namibia, das hier war Sambia. Das müsste hier sein. Hier ist Äthiopien und hier ist Uganda. Okay, nachdenken. Was mache ich gerade falsch? Ist hier Äthiopien? Ist hier... Uganda? Daneben war Uganda. Ah, okay. Erster Fehler. Marshallinseln waren die da oben. Yes. Hier jetzt, wenn hier schon ein paar Inseln sind, ist es super gut, weil dann wird das Raten nachher weniger. Das hier weiß ich noch, das hier ist Mikronesien. Das hier ist irgendwas mit P, weil hier sind die Philippinen und hier war was mit P. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das ist die Inselgruppe so und so. Aber wenn ich die Namen lese, dann ordne ich es richtig zu. So ein Ding ist das. Österreich. So, nicht verklicken. Dass ich Slowenien versehentlich anklicke oder so ein Blödsinn. Ghana. Die Salomonen waren hier. Und zwar...
dieses hier. Die etwas größeren, nicht so groß wie die Fidschi-Inseln, aber die etwas größeren waren die Salomonen. Richtig? Yes. Belize. Belize war... Das hier? Ich glaube ja. Das hier war dieses andere Kleine, aber das hier war Belize. So, und jetzt geht's wieder los, ne? Jetzt ist das, was ich im letzten Video gesagt habe. Hätte ich das letzte Video nicht aufgenommen, würde ich jetzt anfangen, hier mit Guinea rumzusuchen, ne? Weil hier ist dieses Guinea und dieses B irgendwas Guinea und hier ist Äquatorial Guinea. Und Papua-Neuguinea ist aber einfach hier. Ja, moin. Liberia. Senegal würde ich jetzt auch spontan... Stopp, Senegal ist hier! Das ist das, was ich auch immer falsch gemacht habe. Senegal ist das Ding, wo Gambia reingeht. Das ist Senegal gewesen. Ja, genau. Spanien. Frankreich. Grenada war... Hier waren die Grenad... Ganz ruhig. Ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. War hier nicht irgendwas mit Grenadinen? Jetzt vorsichtig. Das hier war doch irgendwas mit Grenadinen. Das hier war die kleine Inselgruppe. Aber wo zum Teufel war Grenada? Das hier war Grenada neben Suriname? Nee, Grenada war hier unten. Klar. Klar. Niger war hier. Die falschen 50%. Hier ist Nigeria. Das mit A ist unten, das mit ohne A ist da. Thailand. Okay, hatten wir schon gesagt, wenn das hier Vietnam ist, ist das hier Thailand. Laos sind wir ja gleich hier in der Ecke. Sehr schön. Panama ist auch klar. Ich muss es kurz nochmal sagen, ich finde dieses Programm, diese Seite, ich bin so happy, dass ich die gefunden habe. Das ist so cool, auf die Art und Weise Länder zu lernen, beziehungsweise gelernt zu haben. Das ist so awesome. Wenn wir mal wieder irgendwann in der Schule sind und es gibt Freistunden in irgendeiner, weiß ich, 5., 6. Klasse, ich werde sowas von dieser Seite dranbringen. Allerdings muss man jetzt auch wieder sagen, wir würden dann halt Europa erstmal machen. Denn eine Dreiviertelstunde, ihr merkt ja, wie lang so ein Video immer wird, um da viel mit den Schülern zu machen, reicht eine Dreiviertelstunde gar nicht aus. Nicaragua ist das in der Mitte gewesen. Das habe ich immer falsch gemacht. Das habe ich immer falsch gemacht. Jetzt weiß ich's. Honduras ist oben, Nicaragua ist in der Mitte, Costa Rica ist unten. El Salvador gleich hier mit reingehen. Gleich hier mit rein. Marokko ist da drüben neben Portugal. Also hier, ne? Also halt an sich eigentlich gegenüber von Spanien, müsste man sagen. Aber ich gehe mal auf Portugal. Iran ist das Große. Irak ist das Kleine. Paraguay ist da drüben. Osttimor ist dieses ganz kleine Zipfelchen bei Indonesien. Okay, das könnte jetzt schief... Nee, das geht nicht schief. Ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Alles gut. Wir haben alles im Griff. Venezuela, das ist hier oben gewesen. Ungarn ist klar. Afghanistan. Ist hier die Mitte. Kuwait ist... Das, was ich auch mal falsch hatte. Dieses kleine Zipfelchen, dieser kleine Zipfel, das ist Kuwait. Ich mache gerade so viel richtig, was ich sonst falsch hatte. Oh yes. Wahrscheinlich mache ich dafür gleich so viel falsch, was ich sonst richtig hatte. Monaco ist zwischen Frankreich und Schweiz. Italien meine ich. Kap Verde ist das hier außen. Jamaika. Nee, Jamaika. Nee, Jamaika war...
Nee, es war bei Amerika. Aber das Kleine war Jamaika. Richtig? Das ist Kuba und das Kleine ist Jamaika. Mit genug Überlegung läuft das echt gut gerade. Mosambik. Jetzt nicht choken. Jetzt nicht choken. Wir sind hier unten. Wir sind hier unten. Wir sind hier unten. Madagaskar. Sambia. Simbabwe. Ich meine hier. Yes! Ah, Simbabwe. Gleich rein. Ruanda. Nee, Ruanda war eins von den beiden. Das war jetzt so ein zu schnell klicken. Das war jetzt so ein zu schnell klicken. Das hätte es nicht gebraucht. Ruanda war eins von den beiden. Und zwar das untere. Das obere. Schade. Okay. Ist in Ordnung. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Es ist ein wunderschöner Tag. Naja, Nacht, aber egal. Nordmazedonien ist hier. Nigeria ist auch klar, wenn wir Niger schon haben. Da. Äthiopien, habe ich vorhin gesagt, ist. Okay, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ich dachte ja, es wäre hier, weil ich dachte, Uganda wäre hier. Ich muss noch drauf kommen, was hier ist. Aber hier ist Äthiopien. Tadschikistan ist. Das war. Ich wollte es gerade falsch machen. Ich wollte gerade hier hinklicken und dann ist mir eingefallen vom letzten Video. Türkei, Turkmenistan. Hier ist Tadschikistan. Weil hier ist Usbekistan. Peru. Peru, langsam. Hier ist Chile, hier ist Peru. Taiwan ist die Insel dagegen neben China. Die Seychellen. Jetzt kommen hier die Inselgruppen. Waren das nicht hier die oben da? Italien. Griechenland. Tuvalu war so ein Inseldings hier. Und zwar. Eine von den dreien hier, glaube ich. Das hier war was mit V, meine ich. Eins von den zweien. Okay. Doch, die da oben. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Madagaskar habe ich schon gesagt. Serbien machen wir auch gleich weg. Oh, jetzt wollte ich fast Slowenien anklicken. Das ist nicht Slowenien. Also das ist Slowenien. Serbien ist jetzt unter Ungarn. Tunesien ist hier drüben. Klar, Argentinien hier. Algerien. Ich brauche immer noch was, was hier reinkommt. Aber das. Nee, das ist nicht Algerien. Algerien ist nicht da drüben, auf keinen Fall. Algerien ist hier. Wo ist Algerien? Marokko und Tunesien. Dass ich da jetzt ein bisschen gebraucht habe, ist eigentlich fast ärgerlich, aber es ist okay. Okay. Botswana müsste
das? Jetzt kommt hier die Insel. Bahamas sind gleich drüber. War Zufall. Und Kuba zu den Bahamas. War ein Zufall. Überhaupt haben wir es jetzt mittlerweile ein paar Mal gehabt, dass tatsächlich die Länder recht nah da waren, wo die anderen Länder waren. Aber es ist halt purer Zufall, ne? Aber es sind interessante Wahrscheinlichkeiten. Ja, auch schon wieder. Luxemburg, Slowenien kann ich gleich in der Karte bleiben. Pakistan kann ich sogar auch in der Karte. Na, nicht ganz, muss ich erfahren. Pakistan. Bolivien! Machen wir nicht falsch, wir sind nicht Willi. Und Ecuador. Es kommt gleich hintereinander. Südsudan. Weißrussland. Sierra Leone, jetzt kommt so ein Ding. Nee, das war hier. Das war... Dieses Ding hier war dieses Burkina Faso, was ich mir nie merken konnte. Mein Kopf sagt mir, es ist dieser Knubbel. Albanien. Ah, um Gottes Willen, jetzt hätte ich aber gleich hier. Natürlich hier. Das normale Guinea. Das große. Der Irak ist hier neben Iran. Estland, da kann ich so klicken, das kriege ich schon hin. Finnland, Est, ja, passt schon. Zypern dürfte ich auch treffen. Deutschland treffe ich auch so. Lettland treffe ich auch so. Benin. Nein, das ist... Das ist auch so ein Ding, was ich öfter mal falsch mache. Ich meine, aber es ist dieses hier. Dann ist es das daneben. Okay. Knapp daneben ist auch. Palästina, nicht auf Israel klicken. Kanada, nicht auf die USA klicken. Mauritius. Ich sehe mich irgendwie hier. Stopp. Stopp. Nachdenken. Wir haben hier noch Sri Lanka. Was war das hier denn? Das war nicht Mauritius. Das war was anderes. Das war was Kürzeres. Aber hier drüben war Mauritius nicht. Nein, da drüben war Mauritius. Es war auch keine von den ganz Kleinen. Okay. Die Ecke hat gepasst. Aber die falschen 5%. Irland. Malawi. Malawi, das ist... Hier war dieses Mali. War das hier? Nein. War das am Ende so ein Inselding? Oh nein, jetzt verliere ich Punkte. Jetzt verliere ich ein paar Punkte. War das hier das Ding neben Suriname? Nein, das war... Das war was anderes. Ich weiß aber gerade nicht, was es... Ich muss es trotzdem kurz anklicken.
Ja, das sag ich ja. Das hier war es aber auch nicht. Was anderes. Scheibenhonig. Doch hier? Was fehlt hier noch? Angola? Ist es Äquatorialguinea? Was war das hier für ein Land? Ah, ich komme auf Malawi. Ich klicke mal kurz hier hin. Oh, fuck. Entschuldigung. Das waren meine 3 M. Ich erinnere mich. Malawi, Mosambik, Madagaskar. Oh, Mauritius. Das sind sogar 4 M. Das sind sogar 4 M. Ja, siehst du mal. Nächstes Mal würde ich es nicht mehr falsch machen. Okay. Kroatien. Das war Palau. Ja, den Namen hätte ich nicht gewusst, aber jetzt, wo ich es weiß, ist es eine dieser Inselgruppen, und zwar die mit P. Ah, Guatemala hat mir noch gefehlt. Das ist Guatemala. Das ist nicht Guatemala. Ich bin ja auch komplett dumm. Stopp. Wo ist denn Guatemala? Stopp. Das ist das unter Mexiko gewesen. Ja, das ist das unter Mexiko gewesen, ne? Ja, das war ja komplett dumm jetzt, was ich gemacht habe. I am very sorry. Das war richtig dumm. Samoa waren, glaube ich, die 2 Inseln hier. Yes. Island ist klar. Bhutan war dieses kleine Ding. Japan ist klar. Dominika war entweder Dette oder Dette. 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 Nordkorea ist klar. China Fas habe ich vorhin schon gesagt, war hier. Turkmenistan wissen wir auch. Lesotho wissen wir auch. Mexiko ist auch. United Kingdom kann ich von hier aus anklicken. Komoren. War nicht hier noch eine Inselgruppe übrig? Da war noch eine Inselgruppe übrig. Ja, das waren die Kuchen. Ich wollte nämlich sagen, irgendwie kriege ich sie hier drüben gerade nicht zugeordnet. Die Zentralafrikanische Republik. Jemen. Sao Tome und Principe. Oman. Trinidad und Tobago. Bahrain. Da muss ich ein bisschen ranzoomen, dass ich es treffe. Tansania. Ich habe noch ein Rätsel, was das hier ist. Ich komme noch nicht drauf, was das hier ist. Ich komme einfach noch nicht drauf. Antigua und Barbuda. Jetzt haben wir hier unten den Rand mit Chile. St. Lucia. Honduras,
St. Vincent und die Grenadinen. Finnland, jetzt haben wir hier oben alles weg. Jetzt schwanke ich zwischen zwei Sachen. Hier und hier. Ich tendiere aber zu hier. Yes. Vanuatu, das war eins hier drüben. War eins da unten. Und zwar das... Ja, es ist Raten, es ist Raten. Bosnien und Herzegowina. So, schön vorsichtig. War das Große. Singapur war dieser Dings bei Malaysia da unten. San Marino. Wo verorte ich dich denn jetzt? Warte. Ah, war das nicht das hier? Das war das hier. Mauretanien. Dann war Mauretanien hier über Mali. Wait, Togo hat mir hier noch gefehlt. Togo, ja, natürlich. Moldawien ist hier die Mitte zwischen Ukraine und... Was ist jetzt wieder neben Ungarn? Ich weiß, hier ist Ukraine. Auf das komme ich gerade wieder nicht. Wenn ich es lese, weiß ich, dass es nicht Ukraine ist und dann kann ich es zuordnen. Aber ich könnte jetzt gerade den Namen nicht sagen. Ungarn, Ukraine, Moldawien. Irgendwas mit A, glaube ich. Oder? Ach, es gibt's. Wenn ich es nachher lese, ärgere ich mich, dass ich jetzt nicht drauf gekommen bin. So, Montenegro. Wait a moment, wieso muss ich denn da jetzt nachdenken? Ich will jetzt nicht, dass ich da nachdenken muss, weil das dürfte ich eigentlich wissen. Montenegro. Wo bist du denn jetzt wieder zu Hause? Hier ist Angola. Hier ist kein Montenegro. So, hier sind wir eh schon fertig. Hier fehlt nur noch Kolumbien und dann ist hier gut. Und Costa Rica. Und Haiti und ich sag's, wenn ich's oben lese. Das fehlt dann noch. Was ich dann oben lese, das fehlt dann noch. Hier ist nichts Montenegro. Hier ist nichts Montenegro. Ach, natürlich. Europa. Gambia, habe ich schon mal gesagt, ist das Ding, was hier reingeht. Kolumbien habe ich auch gerade gesagt. Usbekistan. Kiribati hat hier drüben noch gefehlt. Richtig, Kiribati hat hier noch gefehlt. Dann ist das große Kiribati. Okay. Namibia, weil... Ach nee, Quatsch. Hier ist Angola, hier ist Namibia. Myanmar. Ach nee.
das hier war Myanmar. Ja, ja, das war das ganz große. Mikronesien ist hier. Tonga war das hier. Jetzt haben wir die Inselgruppe fertig. Hier haben wir gar nicht so viel geraten. Das ist eigentlich bisher voll okay. Ukraine habe ich schon gesagt. Mich ärgert es, dass ich gerade nicht auf dieses Land komme. Ich würde gerne auf dieses Land kommen, bevor es da oben angezeigt wird. Weil das ist ein Land, das müsste man wissen. Irgendwas mit A. Meine ich. Ich komme einfach nicht drauf. Ich komme einfach noch nicht drauf. Wenn ich es lese, weiß ich es und dann ist es zu spät. Ich meine, noch kommt es nicht, noch kann ich es erraten, aber irgendwann wird es halt... Ach, die Dominikanische Republik war das, richtig. Richtig. Ja, Indien ist auch klar. Es war nichts mit A. Es war Rumänien, ja. Hätte man wissen können. Das hier oben waren die Malediven. Das war Malediven. Eritrea war hier. Dann war es... Ah! Die falschen 50%. Das war jetzt aber ärgerlich. Normalerweise wusste ich. Belgien. Sri Lanka ist hier bei Indien. United States. Mali. Gabun. Stopp. Fehlt ja nicht mehr viel. Das Ding fehlt noch. War das Gabun? Ja, das war Gabun. Das war jetzt mehr geraten. Das hätte jetzt auch schief gehen können. Da. Malia habe ich vorhin schon hier. War das, was ich vor Eswatini ist, das kleine hier unten. Sambia sage ich schon die ganze Zeit. Der Libanon ist hier daneben. Da drüber. Ärgerlich. Weiß ich doch eigentlich. Brunei ist hier. Ja, Jordanien ist da daneben nämlich. Ah, die Philippinen hat man noch gar nicht. Burundi ist das andere Ding bei Ruanda. Das sind diese beiden ganz kleinen. Genau. Dann haben wir Guinea-Bissau. Hier. Niederlande ist klar. Südkorea ist grau. Es bleiben nur noch wenige leichte übrig. Costa Rica wissen wir auch. Hätte ich jetzt sogar gewusst, wenn es jetzt nicht schon das Einzige ist, was übrig bleibt. Haiti fehlt hier noch. Liechtenstein ist auch jetzt easy. Also wäre auch so easy gewesen. Auch das hätte ich gewusst. Israel hätte ich auch. Jetzt glaube ich, es bleiben nur noch die Einfachen. Sind wir fertig? Sind wir fertig? Georgien ist auch klar. Das war Kenia. Mir hat Kenia gefehlt. Mir hat Kenia gefehlt. Na, hier ist Angola, hier ist Kenia. Genau, Angola. Das war's. Kein Skip. Kein Skip. 16 Fehler. Das ist okay für mich. Das ist okay. Das ist viel besser als mein erstes Ergebnis. Ich würde sagen, diesen Test habe ich bestanden. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht so in einem Monat nochmal. Und um zu gucken, wie viel ist jetzt wirklich im Langzeitgedächtnis geblieben. Weil das waren jetzt so 1,5 Wochen. Das ist noch kein Langzeitgedächtnis. Ne? Vielleicht so in einem Monat nochmal. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Und tschüss.